Okay, meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu unserem mittlerweile vierten Webinar im Jahr 2021. Wir machen heute mal eine kürzere Einführung, weil das Thema sehr, sehr spannend heute sein wird. Mein Name ist Dirk Schneider. Ich bin seit 2013 bei der BTech im Bereich Vertrieb und Marketing angestellt, bin der Vertriebsleiter und bin auch für diese Webinare hier komplett mit meinem Team verantwortlich. Das diesjährige Motto, was wir ja haben, das heißt ja SAP Performen, S/4HANA individuell gestalten. Dort haben wir auch in den letzten Monaten schon drei Vorträge gehört, die entsprechend sich mit dieser Thematik vielfältig beschäftigt haben. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema SAP Fiori in S/4HANA 2020 und deren effiziente Implementierung per Fit-Gap-Analyse. Was wird Ihnen heute der Thomas Barlehm zeigen? Der Barlehm ist bei uns Teamleiter des Bereiches Business Technologies, also unseres Entwicklerteams. Ja, schönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen beim heutigen Webinar zum Thema SAP Fiori in S/4HANA effizient implementieren. Mein Name ist, wie der Kollege Schneider schon sagte, Thomas Barlieben. Ich bin bei der BTech AG Leiter des Geschäftsbereichs Business Technologies und freue mich heute ganz besonders, Ihnen die ein oder anderen Insights zum Thema S/4HANA 2020 zu zeigen, aber auch eben, wie Sie. Und das ist ja sicherlich einer der interessanteren Aspekte, dann auch SAP Fiori in S/4HANA 2020 eben auf eine schnelle und smarte Weise implementieren können, austesten können und eben auch dann in eine Fit-Gap-Analyse einsteigen können. Sei es denn, wenn Sie ein neues System womöglich dann implementieren wollen oder eben von einer bestehenden S/4-Landschaft übergehen auf eine aktuelle Version. Man muss dabei ja letztendlich auch berücksichtigen, dass letztendlich S/4 mittlerweile die Version 2020 trägt und damit eben schon die sechste Auslieferung ist, die SAP mitbringt. Also mit 15.01 angefangen haben wir jetzt mittlerweile dann eben die sechste Version, die ansteht. Ich habe Ihnen für heute eine entsprechende Agenda mitgebracht und freue mich, Ihnen die entsprechend jetzt auch mal kurz zu zeigen. Ja, zum einen, welche Neuigkeiten gibt es denn überhaupt in S/4HANA 2020 für Sie heutzutage? Sicherlich auch mit einem kleinen Ausblick auf den aktuellen Umfang im SAP Fiori-Umfeld, der dann im nächsten Punkt dann abgehandelt wird. Eine der Neuerungen, die Sie sicherlich dann auch schon mitbekommen haben, ist der Punkt, dass aktuell die Fiori Version 3 dann auch zur Verfügung steht. Ja, wie gerade gesagt, die Neuigkeiten in S/4HANA 2020, Fiori 3 in S/4HANA 2020. Ja, und dann letztendlich eben ein kleiner smarter Ansatz, wie Sie selber Fiori schnell auf einer Sandbox oder auf einem Fully Activated Appliance System mal austesten können, was für Vorbereitungen da vielleicht notwendig sind, das Ganze dann eben mal schnell einzublicken, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und wir haben natürlich auch Fazit und Handlungsempfehlungen für heute mitgebracht. Entsprechende Services auch natürlich bereit, mit denen wir Sie auch gerne des Weiteren unterstützen können. Was sind die Highlights in S/4HANA 2020? Die aktuellsten Neuerungen umfassen zum einen mal eine Änderung in der Namenskonvention für diejenigen von Ihnen, die das ganze Thema schon lange begleiten oder da auch schon Firmen sind. Haben mit Erscheinen der aktuellen Version, des aktuellen Releases auch schon feststellen können, dass die SAP einen Schwenk auch hier in der Namenskonvention vollzogen hat. Das heißt also bis dato eigentlich immer die Nomenklatur Jahr und der entsprechende Veröffentlichungsmonat der Version. Davon ist man jetzt abgekommen. Man beschränkt sich nur noch auf das Jahr. Ganz einfach auch deswegen, weil es ab und an dann eben nicht mehr so ganz mit der 09 dann geklappt hat. Also manchmal war man dann auch schon mal im Oktober mit den ein oder anderen Releases. Insofern wird sicherlich auch das nächste Release, das da zu erwarten ist, womöglich dann 2021 heißen. Und man kann dann gespannt sein, mit welchen Dingen die SAP dann plant. Dazu dann auch später nochmal ein bisschen mehr. Die Cloud-Variante von S/4HANA wird weiterhin viermal im Jahr erscheinen. Da wird man entsprechend dann diese Nomenklatur beibehalten, also das aktuelle Cloud-Release, was man sich hier
als Kunde dann von der SAP schon entsprechend so ziehen kann, beziehungsweise womit man dann ins Rennen gehen kann als Kunde, ist im Prinzip die Version 2008. Ja, Neuerungen, die im Fiori-Umfeld Einzug halten, sind ja erstmal die offensichtlichsten Dinge. Es gibt ein neues Theming, auch wie schon in einigen anderen Versionen von Fiori vorher, liefert die SAP ja dann auch übergreifend hier eine neue Themings-Version, eine neue Gestaltung der Oberfläche eben auch an, mit vielen, vielen Neuerungen auch unter der Haube. Ein Punkt zum Beispiel an der Stelle soll noch erwähnt sein, das Thema Conversational AI, also AI für Artificial Intelligence. Da gibt es entsprechende Add-ons, Adaptoren mittlerweile in dem Umfeld eben auch, um Chatbots anzubinden oder Sprachausgabe und Ähnliches mit unter die Haube zu bringen. Das Thema Machine Learning hat weiterhin Bestand und wird stark weiter integriert. Interessante Thematik, wenn man so ein bisschen recherchiert, ist eben auch, dass für mobile Endgeräte sowas natürlich auch extrem interessant sein kann, wenn man dann einfach über Hey Google oder Hey Siri in eine Konversation einsteigen kann, um sich von Siri dann womöglich mal die aktuellsten Verkaufsdaten sagen zu lassen. Da gibt es schon diverse Anwendungsfälle, die die SAP sich da ausdenkt, und man darf sicherlich gespannt sein, wie das Thema dann des Weiteren verfolgt wird und ja, insbesondere, wie es dann auch für den Endanwender dann relevant wird. Zusätzlich gibt es natürlich viele, viele funktionale Erweiterungen in nahezu allen Lines of Businesses. Also wir können erkennen, wenn wir dann später nochmal auch in die Tiefe gehen, dass eben in vielen Bereichen neue Apps dazugekommen sind im Fiori-Umfeld. Natürlich unter der Haube viele Änderungen oder neue Prozesse auch implementiert wurden, dass eben ja das Netzwerk von zusammenhängenden Applikationen eben auch ergänzt wurde. Es sind natürlich auch viele Dinge weggefallen, die ich so nicht mehr nutzen kann. Und an der Stelle weisen wir immer ganz gern darauf hin, eben auch sich das genau anzugucken. Wir erinnern uns gegebenenfalls auch an den Vortrag von meinem Kollegen Matthias Furlan, der in seinem letzten Vortrag darüber berichtet hat, dass die Planungslösung von der SAP in S4 Teile der Daten, die ich vorher ja auch einmal im Fokus hatte, nicht mehr ganz so zugänglich macht und ich die gegebenenfalls dann eigenständig migrieren muss. Auch solche Dinge spielen immer wieder eine Rolle und machen es eigentlich unabdingbar, sich mit den Internas einer Version im S/4HANA-Umfeld dann eben auch zu beschäftigen. Was so ein bisschen auch in die Richtung unserer Business Warehouse, Business Intelligence Kollegen an der Stelle geht, ist auch das Thema Integration der SAP Analytics Cloud mit der S/4HANA On-Premise. Wir hatten an der Stelle in der Vergangenheit oftmals nur eine schwierige Integration solcher analytischen Anwendungen, eben auch wenn es in Richtung der On-Premise-Variante ging von S/4HANA. Die SAP hat an der Thematik stark gearbeitet und stellt nun eben auch eine Möglichkeit zur Verfügung, solche analytischen Applikationen direkt unter einer Haube mit Anwendung aus dem S/4HANA-Umfeld dann eben auch laufen zu lassen, ohne dass man einen entsprechenden Medienbruch hat. Auch hierzu gerne dann in der, sag ich mal, Präsentation, die Ihnen dann auch zur Verfügung gestellt wird, ja, hier auf den Link gehen, dann können Sie sich da eingehend nochmal informieren an der Stelle. Ja, gehen wir mal in der Kürze so ein bisschen in die Details. Ja, was hat sich getan? Um mal so einen kleinen Blick darauf zu geben, wie so ein Cockpit heutzutage dann auch ausschaut. Das ist gar nicht so groß unterschiedlich zu dem, was man aus dem Fiori 2.0-Umfeld so kennt. Also alles das, was man aus den 18.09, 19.09er Versionen schon so kennt, hat auch hier weiterhin Bestand mit so ein paar kleinen Abweichungen, die wir nachher natürlich auch sehen werden. Wir haben natürlich stark weiterhin den Fokus auf Dashboards, die dann auch grafisch aufbereitet werden mit Kennzahlen und so weiter. Also auch hier ergibt sich für uns als Beratungshaus auch der Eindruck und ja auch die weitere, sage ich mal, Fortentwicklung in die Richtung, dass eben analytische Anwendungen und eben auch On-Premise-Funktionalitäten aus dem ganz normalen ERP-Umfeld stärker miteinander verschmelzen. Ja, wir haben intelligente Produkt- und Quantity-Proposals, wie es hier auch schon steht. Das sagt im Wesentlichen auch aus, dass hier entsprechende Mechanismen auch eingebaut wurden, um eben
Einen Rechenkern zur Verfügung zu haben, der auch eigenständig Lernprozesse mitbringt. Also dieses Thema Machine Learning eben auch hier eins der Themen, die schon deutlich zu sehen sind, an denen man dann ausmachen kann, wie sich womöglich Kennzahlen dann unter bestimmten Einflussfaktoren dann im Unternehmen halt eben verhalten und entwickeln. Kleines weiteres Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe als Ausschnitt, stammt aus dem Umfeld Retail. Da gibt es eben auch ein entsprechendes neues Retail-Cockpit, um nochmal so ein kleines Beispiel auch zu haben. Also hier sehen Sie auch nochmal das neue Theming der Fury Launchpad-Umgebung. Ja, unter anderem an der Stelle im Retail-Cockpit mit entsprechenden Informationen zu den wichtigsten Sachverhalten. Also die SAP sorgt mehr und mehr dafür, zusammenhängende Funktionalitäten, die ja einer Businessrolle eben auch zugänglich sein sollten, in solchen Dashboards eben zu aggregieren und zur Verfügung zu stellen, damit man womöglich ein nahtloses Ineinandergreifen hat von einzelnen Arbeitsabläufen, die dann unter einer ja, Schirmherrschaft, sage ich mal, eines Dashboards dann auch stattfinden können. Ja, die spannende Frage, mit der sich dann jeder auch irgendwo beschäftigt, ist natürlich, ja, wie informiere ich mich denn jetzt überhaupt über die Neuerungen? Man kann natürlich irgendwo über eine Google-Suche gehen und kriegt dann viele, viele Antworten und viele, viele Referenzen, mit denen ich mich dann da beschäftigen kann. Aber, und das ist so ein bisschen das, was ich heute gerne auch hier Ihnen dann mitgeben möchte. Wir haben ja diverse zentralisierte Tools, die die SAP zur Verfügung stellt, um sich gezielt eben auch über Neuerungen zu informieren. Und die möchte ich Ihnen im Weiteren dann auch kurz entsprechend vorstellen. Da wäre zum einen eben genannt der sogenannte What's New Viewer für S/4HANA, der einen entsprechenden Überblick gibt über neue geänderte und vielleicht dann auch nicht mehr verfügbare Features. Also hier entsprechend mit Funktionalitäten versehen, wo ich viele Dinge eben auch filtern kann, die LOB, also die Line of Business hier entsprechend eben auch filtern kann. Und wenn ich mir dann gezielt eben im Umfeld Finance mal angucken will, was hat sich denn in S/4HANA unter welchen Kriterien dann so getan, dann habe ich hier die Möglichkeit eben auch, wenn ich dann jetzt hier das entsprechende Release, Valid as of S/4HANA 2020 mit dem Feature Pack 01 entsprechend, kann ich mir dann entsprechend auch hier die ja, die Möglichkeit, also die Neuerungen dann auch anschauen, beziehungsweise auch die Änderungen anschauen. Könnte mir hier auch entsprechend weiter anschauen, was habe ich da für Scope-Items. Also hier geht es dann im speziellen Fall dann mit diesem ja etwas verkrypteten ja, Identifier darum, spezielle Applikationen schon mal auszuwählen. Sicherlich der beste Ansatz ist dann erstmal über die Solution Area zu gehen und zu gucken, was hat sich denn wohl möglich im Umfeld Finance, im Voice Management so getan. Und da kann ich dann eben auch schon erkennen, okay, es gibt halt im Accounts Payable Umfeld die ein oder anderen Neuerungen und da kann ich entsprechend dann auch hier einsteigen und mir die entsprechenden Informationen dann auch im Detail anschauen. Weitere Recherchemöglichkeiten stellt die SAP zentral über den Best Practice Explorer zur Verfügung, der unter RapidSub.com entsprechend auch so genutzt werden kann. Es sei noch kurz an der Stelle hingewiesen darauf, dass der ja ein oder andere Zugriff auf diese ja, Applikationen von der SAP dann auch mit einem entsprechenden S-User zugänglich dann ist oder Sie nutzen eine SAP Universal ID. Die dürfen Sie dann am besten schon mal bereithalten, um hier auch einspringen zu können. Ja, der Best Practice Explorer erinnert auch schon hier in der Oberfläche stark an eine Fiori-Applikation. Also ist es letztendlich auch, die SAP geht auch in ihren eigenen, sage ich mal, Lösungen, die sie nach außen trägt, dazu über, solche zentral abgelegten Tools zur Kundenunterstützung eben auch als Fiori-Applikation abzubilden. Wenn ich dann jetzt nun wissen möchte, was sich dann eben im Umfeld S/4HANA hier so getan hat, beziehungsweise was dann die Best Practices sind, um ein S/4HANA On-Premise womöglich einzuführen oder ein Upgrade zu machen oder ähnliches, habe ich hier eben die Möglichkeit, mir über den Best Practice Explorer Informationen im Umfeld Finance eben auch zu ziehen und dann womöglich ja, Accounting und Financial Closing anzugucken.
und kann mir dann eben entsprechend hier durch weitere Navigation die entsprechenden Best Practices zu diesem Umfeld anschauen und habe hier entsprechende Scope-Items, die mir erläutert werden, einen Prozessfluss. Ich kann mir Testskripte generieren lassen, wenn ich denn eben das Thema Accounting und Financial Close dann auch wirklich nutzen möchte unter S4 2020. Gibt es hier eben auch schon vorgefertigte und herunterladbare Inhalte, die ich dann eben auch für mein Projekt nutzen kann. Dann hinterher gegebenenfalls ergänzen kann. Im Normalfall sind das dann eben auch Dokumente, die ich dann bearbeiten kann, wie ein entsprechendes Word-Dokument oder ein Excel-Format. Es gibt natürlich auch den bereits allseits bekannten Roadmap-Viewer. Die SAP hat stark daran gearbeitet, das doch nochmal ein bisschen zu vereinheitlichen und hier eine bessere Übersicht mitzugeben. Der Roadmap-Viewer ist für mich in der Nutzung eigentlich das Tool, was mir am schnellsten, wenn ich hier einsteige, dann den Überblick gibt, wo befindet sich denn jetzt welche Funktionalität in welchem Release. Ich habe hier entsprechend die Auswahl und kann mir hier entsprechend über die Produkte einen entsprechenden Fokus legen, was ich mir jetzt anschauen möchte. Ich habe das in dem Fall so gesehen einmal für das Thema Financials getan. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Beziehungsweise S/4HANA erstmal hier gesetzt. Und dann gibt es natürlich noch Prozessauswahl. Man kann nach bestimmten Industrien suchen. Man kann bestimmte Fokus-Topics legen und so weiter. Das, was aber aus der Sicht dieses Roadmap Explorers am wichtigsten ist, ist zum einen mal das Eingrenzen auf ein bestimmtes Release, was ich mir dann angucken möchte. Wie ich eingangs schon sagte, das S4 als solches begleitet uns schon eine ganze Weile. Und wenn ich dann jetzt entsprechend sehen möchte, was sich dann wohl möglich zwischen der letzten Erscheinung S4 Q4 2020 und Q1 2021 so getan hat, dann kann ich das hier entsprechend schon runterbrechen und habe die Möglichkeit, mir hier entsprechend auch in dem Umfeld eben anzugucken, was sind denn jetzt wirklich die Neuerungen? Und hier sieht man jetzt beispielsweise für SAP S/4HANA 2020 hat sich im Accounts Payable-Umfeld doch noch eine ganze Menge getan und habe die Möglichkeit, mir hier dann über entsprechende weitere Vertiefung hier die Informationen auch durchzulesen und womöglich ausfindig zu machen, ob eine bestimmte Funktionalität jetzt schon so angekündigt wurde, übernommen wurde, integriert wurde oder womöglich auch gestrichen wurde. Der Transformation Navigator als letztes Tool, was ich Ihnen jetzt hier heute vorstellen möchte, ist schon eher ein Tool, was mich ein bisschen mächtiger ist und im Prinzip die ganze Einführungsplanung abdeckt, ist interaktiv aufgesetzt von der SAP. Und gibt mir die Möglichkeit, hier entsprechend eine entsprechende Roadmap zu erzeugen, wie ich mich mit meinem Unternehmen im Prinzip in die Richtung S/4HANA 2020 oder womöglich auch noch des anderen Releases später dann bewegen möchte. Ich habe hier eine entsprechende Möglichkeit, eine Product Map zu erzeugen und kann die zentral für mich hier auch ablegen und bearbeiten und bestimmte Dinge dann auch hier dazu nehmen. Jetzt mal schauen. Ja, genau. Steigen wir mal ein. Habe hier die entsprechende Möglichkeit, auch mehrere Product Maps auch anzulegen, einzuspringen und kann hier wirklich einen entsprechenden Workflow ausarbeiten, wie ich mich in der Transformation meiner Landschaft eigentlich vorwärts bewegen möchte und habe dazu die Möglichkeit, eben erst auch Business-Prozesse eben hinzuzufügen, die Benefits irgendwo auch mit einzuplanen, Prioritäten zu setzen entsprechend und dann natürlich dann das Ganze, diese komplette Versionierung beziehungsweise den Transformationsweg als solches dann eben auch runterzuladen, weiter intern zu bearbeiten, Handout davon zu erzeugen oder eine Präsentation, wenn ich das Ganze eben einer größeren Gruppe womöglich auch zugänglich machen möchte, plus eben weitere Möglichkeiten hier gemeinsam an dieser Transformationsgeschichte auch irgendwo zu arbeiten. Ja, kommen wir mal kurz vielleicht auch zu den Neuerungen an der Oberfläche, wie eingangs genannt. Wir haben
nochmal gegenübergestellt, das Design Theory 2.0, sicherlich dem einen oder anderen schon hinlänglich bekannt. Wir haben mit 3.0 mal zum einen klar das neue Quartz-Theming, aber auch eben andere Mechanismen, die in der Administration solcher Theory Launchpads dann sicherlich auch vorteilhaft sein werden in Zukunft, nämlich eben das Ganze eben auch ja, über solche sogenannten Theory Launchpad-Cards zu aggregieren, andere Sichten zu pflegen. Es gab in der Vergangenheit auch einige Tools, mit denen wir so ein Launchpad einrichten konnten. Die waren teils ein bisschen sperrig zu bedienen. Die SAP hat das doch noch stark überarbeitet. Es gibt einige neue Transaktionen, wie ich denn eben auch von dieser bekannten, womöglich bekannten Gruppen- und Kachelkatalogbearbeitung so ein bisschen wegkomme, aber eben auch mein Launchpad noch anders strukturieren kann. Und ja, eins der Highlights womöglich auch, und das ist dann vielleicht auch für mobile Endgeräte vielleicht auch soweit ganz nett, das Theming, was mittlerweile ausgeliefert wird, passt sich eben dem gesetzten Theming in der im Betriebssystem auch an. Ne? Also sei es, wenn ich jetzt Windows eben im Dunkelmodus betreibe, dann passen sich die Fury-Apps eben auch mittlerweile auf diese Vorgaben, die durch das Betriebssystem dann gesetzt wurden, auch an. Und genauso ist es eben auch entsprechend bei den mobilen Anwendungen. Ich hatte eben eingangs schon mal erwähnt, dieses bekannte Konzept von Business-Rollen, Katalogen, Kacheln, die ich entsprechend zur Verfügung stellen kann, ist überarbeitet worden, so im Hintergrund durch die SAP. Es gibt mittlerweile sogenannte Launchpad Spaces und Pages, die ich nutzen kann, eben um Applikationen des weiter darüber hinaus das bereits Bekannte eben nochmal zu strukturieren. Es gibt jetzt eben die Möglichkeit, eben menüartig hier auch auf einzelne separate Bildschirme rüberzugehen, damit eben Funktionalitäten zu bündeln, schneller zugänglich zu machen. Diejenigen von Ihnen, die sich im Fiori Launchpad-Umfeld bereits bewegt haben und womöglich sehr viele Rollenzuweisungen auch auf ihrem eigenen User dann auch vorgefunden haben, ja, für die ist was bekannt, dass ich da in der Vergangenheit doch sehr stark mich durch das Launchpad scrollen musste. Ich hatte immer wieder die Situation, dass ich eine bestimmte Funktionalität vielleicht gesucht habe, die nicht direkt auf Anhieb gefunden habe. Und insofern gibt es hier doch ja, ein mächtiges Tool für die Administration an die Hand, um das Ganze doch nochmal etwas besser zu strukturieren und ja, wesentliche Funktionalitäten auch anders darzustellen, zu gruppieren. Und ja, auch ja, dem User womöglich im oberen Bildschirmbereich oder auch in der Mitte oder unten daneben zugänglich zu machen, wenn die Funktionalitäten vielleicht dann nicht mehr so ganz so wichtig sind. Die Tools, die den Administratoren dafür an die Hand gegeben werden, ich sagte eben ja schon mal, der Launchpad Designer, das war in der Vergangenheit das Tool der Wahl, um solche Launchpads eben auch zu gestalten. Hat mittlerweile eine Ablösung erfahren. Es gibt ein entsprechend überarbeitetes SAP Fiori Launchpad Admin Tool, entsprechende Rollen, die die SAP auch für Admins hier ausliefert. Und zentrale Applikation ist entsprechend der Fiori Launchpad App Manager, bei dem ich hier entsprechend die Launchpad-Bereiche verwalten kann. Ich kann diese Pages kann ich entsprechend verwalten und so an der Stelle noch eine ganze Menge eigenständiges Customizing mit reinbringen, um eben ein Launchpad entsprechend auch andersartig aufzuziehen und zu gestalten. Ja, kommen wir nochmal vielleicht auch zu diesem grundsätzlichen Paradigma. Wieso ist Fiori eigentlich ja, ein Must-Have für die Einführung einer S4? Wieso ist das nicht eher so ein Kann-Thema, sondern eigentlich ein Muss-Thema? Die SAP hat grundsätzlich an der Stelle dafür gesorgt, dass eine ja, businessrollenorientierte Nutzung eines solchen Systems im Vordergrund steht. Was heißt denn das jetzt genau für mich? Das heißt letztendlich, ich konzentriere mich bei der Gestaltung meines Systems und der Nutzung entsprechend im Hintergrund orientiere ich mich daran, welche Businessrollen habe ich denn auf einem solchen System? Und welche Funktionalitäten werden dort wahrgenommen und eher nicht mehr, ja, vielleicht auch transaktionsbasiert, wie wir es aus der Vergangenheit kannten, wo ich dann immer mal wieder einzelne Rollen ergänzt habe über eine Transaktion und ja, konnte mir so mein Konstrukt in der Vergangenheit aufbauen. Die SAP
geht an der Stelle ganz klar und sehr konkret so vor, dass eben der SAP-GUI mehr und mehr in den Hintergrund fallen wird und ja, Endanwender, die in Zukunft den SAP-GUI nutzen, im Prinzip nicht an die Innovationen und Neuerungen kommen, die die SAP in den einzelnen Releases womöglich ausgeliefert hat. Das hängt ganz klar damit zusammen, dass hier Technologieverschmelzungen auch ja, ausgeliefert werden, die einfach im SAP-GUI nicht mehr zugänglich sind. Das heißt, es wird entsprechend natürlich Technologie in solchen Fiori-Anwendungen auch ausgeliefert. Da ist der SAP-GUI einfach abgehangen. Nichtsdestotrotz wird es den natürlich weitergeben. Es gibt eine ganze Reihe von administrativen Aufgaben und Funktionalitäten, die ja, ein Anwender irgendwo auch im Hintergrund für die Administration eines solchen Systems natürlich wahrnehmen muss. Aber in der, sage ich mal, fachbereichsbezogenen Nutzung setzt die SAP ganz klar darauf, dass es hier ein ausgeliefertes Netzwerk von Businessrollen gibt, die auch ineinander greifen. Und selbst da, wo es noch keine womöglich existierende SAP Fiori-Anwendung gibt zu einer Funktionalität, wo es vielleicht ja, Informationen gibt, die bis dato noch nicht eingebunden sind, auch an der Stelle sorgt die SAP für eine stärkere Integration, auch in S/4HANA 2020, indem sie solche Transaktionen stärker eben in das Business-Rollenkonzept mit einbindet. Das kann natürlich letztendlich dadurch sein, dass ich eine HTML-Variante meiner Transaktion einbinde, die dann womöglich auch andersartig dargestellt bekomme oder diese auch eben andersartig noch einschränken kann. Genauso gut wie womöglich Web-DynPro-Komponenten, die auch weiterhin Bestand haben und zu Teilen auch hier eingebunden werden, aber mit dem Unterschied, dass solche Dinge womöglich dann weniger für den Endanwender, der über einen Browser kommt, dann auch ja, zu merken sind, dass es da eben womöglich im Hintergrund noch eine SAP-GUI-Transaktion ist. Bei selektiver Verwendung einzelner Fiori-Apps über den Arbeitsablauf hinweg, ja, da habe ich dann eben, wie gesagt, diese entsprechenden Unterbrechungen im Arbeitsablauf. Also wenn ich immer mal wieder von einem SAP-GUI auf eine Fiori-App rüber switchen muss, dann ist das für mich als Endanwender, und das ist ja eines der Dinge, die die SAP auch fortwährend und immer wieder auch sagt, aber die auch letztendlich verständlich sind. Hier gibt es dann entsprechende Medienbrüche und das ist natürlich nicht zufriedenstellend auf Dauer, wenn ich dann eben irgendwo versuche, Informationen aus einem Fiori heraus oder aus einer entsprechenden Fiori Launchpad-Anwendung dann wieder in eine SAP-GUI einkippe oder von dort aus gegebenenfalls einen Extrakt ziehen muss oder. Ja, nochmal dargestellt hier. Die Arbeitsweise, hatte ich ja eingangs schon gesagt, ist der Business-Rollen-Ansatz. Ich habe hier verschiedene Rollen, die in einem Unternehmen, sei es denn jetzt nun der einfache Sacharbeiter in der Finanzbuchhaltung, sei es womöglich jemand, der im Sales irgendwo unterwegs ist. Ich habe immer eigentlich den Fokus auf eine Personalisierung. Ich habe damit zusammenhängend eben auch die Möglichkeit, eine Suche so zu gestalten, dass ich Informationen speziell auf meine Businessrolle zugeschnitten dann auch sehr schnell dann finde. Ich habe eben aber auch die Möglichkeit, hier kollaborativ zusammen ja, an einzelnen Dingen zu arbeiten. Die SAP arbeitet auch in dem Zusammenhang stark daran, das Workflow-Konzept aus dem bekannten SAP-Backend-Umfeld eben auch über Fiori zugänglich zu machen. Auch da gibt es eine Reihe von, sag ich mal, Anwendungen, die das Zuweisen von bestimmten Arbeitsabläufen an andere Kollegen womöglich dann auch einfacher machen. Insofern ist das Fiori Launchpad eben der Single Point of Entry für die entsprechenden Apps zu einer Businessrolle. Ja. Die einzelnen Apps, die dann in einer solchen Businessrolle entsprechend beinhaltet sind, garantieren mir in dem Umfeld, in dem ich jetzt unterwegs bin, eben einen solchen nahtlosen Arbeitsablauf, im Unterschied zu eben auch einer einzelnen Auswahl von Apps, die ich dann in einer eigenen Rolle womöglich zusammenpacke, wo ich aber dann so ein bisschen vielleicht auch verloren bin und nicht weiß, hey, welche Apps muss ich mir denn jetzt aus diesem Riesenkatalog, den die SAP da ja zur Verfügung stellt, welche Apps muss ich mir denn da jetzt auswählen und insbesondere, wie kriege ich Informationen aus einer
App, die mir für das eine Thema dann eben auch bereitgestellt wird, wie kriege ich diese Informationen dann auch wieder in eine andere Sicht rein, eine andere App, die dann darauf aufsetzt und diese Daten nutzen kann. Ja, und genau das ist im Prinzip der Ansatz, den die SAP da verfolgt. Wir haben als untere Schicht dann, wie ich eingangs auch schon erwähnt hatte, natürlich noch das Thema SAP GUI Web Info Apps, die dann eben auch in der Fiori-Anwendung auch im Launchpad zu sehen sind. Das, was Sie als ja, Knackpunkt, als Fazit an der Stelle schon mal so mitnehmen können, ist eben, dass solche Apps ein entsprechendes Navigationsnetzwerk über verschiedene UI-Technologien halt aufspannen. Und auch zukünftig wird das sicherlich so sein, auch wenn immer mal wieder neue Apps dazukommen, alte Technologie abgelöst wird, ist eine Business-Rolle letztendlich der Zugangspunkt, um ja, seine Mitarbeiter, die Fachbereiche dann entsprechend so auszustatten, dass sie auf einem S/4HANA-System womöglich dann in der Version 2020 auch arbeiten können. Ja, die Auslieferung, die die SAP da entsprechend mitbringt, gibt ihnen da entsprechende Flexibilität und Möglichkeiten, sich das anzuschauen und eben auch vorab schon mal reinzugucken, was da entsprechend an Businessrollen ja verfügbar ist, auch jetzt in der S/4HANA 2020 natürlich weiterhin. Und ja, Vorgehensweise letztendlich, wenn ich mir dann jetzt im Vorfeld anschauen möchte, was steckt denn jetzt in einer S/4HANA 2020 womöglich drin? Ich kann natürlich ein initiales Scoping machen. Altbekanntes Tool an der Stelle, Fiori Apps Reference Library, das auch immer weiter aktualisiert wird von der SAP. Dann natürlich auch hier die einzelnen Rollen zu übernehmen und mir gezielt anzuschauen, was steckt denn in einer solchen Business-Rolle drin. Es gibt die Möglichkeit, hier eine sogenannte Rapid Activation durchzuführen für einzelne Business-Rollen. Und natürlich kann ich im Nachgang dann das Ganze entsprechend anpassen und den Launchpad-Inhalt, wie eingangs eben auch schon gesagt, mit den entsprechenden Tools nochmal überarbeiten. Für die ersten beiden Themen habe ich Ihnen eine kleine Demo mitgebracht. Das gucken wir uns einmal kurz an. Fiori Apps Lab Reference Library für viele von Ihnen dann eben auch schon ja, altbekanntes Tool. Wie bewege ich mich hier durch? Ich habe die Möglichkeit, auf der linken Seite zu navigieren und könnte mir im ja, Wesentlichen jetzt hier anschauen, was für Fiori-Apps in meiner S/4HANA dann womöglich drin sind. Ich habe hier Möglichkeiten, über die Lines of Business reinzugehen, Industrielösungen, Application Components und so weiter. Aber wenn ich jetzt mal einfach eine Rolle suche, die sich hier im Umfeld ja, Sales halt auch bewegt, dann sieht man, dass ich beispielsweise hier den Internal Sales Rep habe, also den internen Vertriebsmitarbeiter, der hier verschiedene Fiori-Applikationen auch schon über diese Rolle zur Verfügung gestellt bekommt. Und ja, dann könnte ich mir dann eben auch angucken, was in einer solchen Rolle entsprechend, in einer solchen App dann entsprechend drin steckt. Ich habe die Möglichkeit hier anzuschauen, ja, welche Variante wir hier ausgeliefert bekommen, nämlich einmal eine S/4HANA-Variante oder auch die entsprechende Cloud-Variante. Und habe neben den eigentlichen Product-Features, die ich hier zur Verfügung gestellt oder erläutert bekomme, normalerweise dann auch mit einem kleinen Screenshot, wie das Ganze dann auch ausschaut. Kann ich mich da auch entsprechend dann durchklicken oder das Ganze dann nochmal ein bisschen größer ziehen. Ja, so und wenn ich dann entsprechend wissen möchte, ja, wie implementiere ich das oder was steckt da im Wesentlichen drin, dann habe ich auch hier die Möglichkeit, einmal zu schauen, ja, in welchen Releases wurde diese App denn jetzt bis dato schon ausgeliefert. Was ist denn so letztendlich die Installationsvorgehensweise dazu? Ich kann mir anschauen, was steckt letztendlich drin an Komponenten, wenn ich das Ganze dann eben auch aktiv schalte, die Launchpad-relevanten Dinge, aber eben auch die entsprechenden Business Roles. Und hier sieht man dann zum Beispiel, dass diese App in der Business-Rolle SAP BR Internal Sales Rep auch vorhanden ist und ja, dann in dieser Rolle auch letztendlich zur Verfügung gestellt werden kann. Ich habe natürlich dann auch die Möglichkeit, wenn ich mein Scoping hier mache,
mir verschiedene Rollen auch auszuwählen und natürlich im Vorfeld zu analysieren. Und ich könnte dazu im Prinzip jetzt auch eine aggregierte Sicht auch erzeugen und habe dann hier auch die Möglichkeit, mir das Ganze nochmal aggregiert anzuschauen und auch eine entsprechende Liste zu exportieren nach Excel mit den entsprechenden Unterlagen und den Hinweisen und könnte die dann auch ohne, sage ich mal, hier online unterwegs zu sein in der Fiori Apps Library dann auch abarbeiten und für die Implementierung in meinem System als Grundlage dann entsprechend nutzen. Ja, was kann ich darüber hinaus tun, wenn ich jetzt einmal schon mal mein Scoping gemacht habe? Dann möchte ich ja auch irgendwo wissen, wie sieht denn das letztendlich aus auf meinem System? Viele von Ihnen denken im Rahmen einer, ja, wohlmöglich Migration auf eine S/4HANA mit aktuellem Versionsstand oder auch in der Neueinführung darüber nach, sich eine Sandbox aufzubauen oder vielleicht auch ein andersartiges System. Wir haben an der Stelle eine entsprechende S/4HANA Fully Activated Appliance in der Version 2020 zur Verfügung. Und ich möchte Ihnen an der Stelle einmal kurz ja, eine Vorgehensweise eben auch an die Hand geben, wie Sie schnell, nachdem Sie sich das Scoping halt auch überlegt haben und eingegrenzt haben, ja, welche Rollen möchte ich jetzt bereitstellen, wie Sie sich da durchbewegen können, um eben schnell auch auf so einem Sandbox-System oder einer Fully Activated Appliance dann ja, Benutzer zu erzeugen, die Rollen zu aktivieren und da entsprechend auch durchzulaufen, um mal einfach einen Test auch ausführen zu können, ohne dass ich mich lange mit der Konfiguration eines solchen Systems halt beschäftigen muss. Die SAP hat das inzwischen relativ komfortabel gelöst, beziehungsweise hat da die Not der Anwender auch erkannt. Und an der Stelle gibt es entsprechend, Sie sehen, ich springe jetzt einmal in unsere S4 2020 On-Premise. Es gibt entsprechende ja, Aufgaben, Varianten, die die SAP hier mitliefert. Und die zentrale oder die zentralen Aufgabenlisten, die die SAP in dem Umfeld eben auch ausliefert, fangen alle irgendwo mit SAP Fiori an und die SAP Fiori Content Activation Aufgabenliste gewährt hier an der Stelle eben auch die Möglichkeit, schnell und ja, relativ kurzfristig, also gar nicht so aufwendig gestaltet, Rollen zu aktivieren, die auch in das System zu bringen, aber eben auch gleichzeitig, und das finde ich, ist eigentlich eine relativ positive Sache, auch Test-User anzulegen, die ich dann auch nutzen kann, um mein Fiori Launchpad einmal zu sichten und zu schauen, ja, was für Fiori-Apps stecken dann letztendlich dahinter. Wie gehe ich da vor? Ich suche mir im Prinzip über diese Aufgabenliste meine Rollen aus und wir hatten ja eben eingangs den entsprechenden Internal Sales Rep, den wir ja hier schon mal ausgemacht hatten im Fiori Launchpad. Und kann das entsprechend auch filtern und finde den auch entsprechend mit der Verschlagwortung hier oben und kann den entsprechend hier auch übernehmen. Ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner, weil ich leider am rechten Bildschirmrand immer noch so eine Navigationsleiste habe für die Videokonferenz. So, und ich kann das Ganze sichern und ja, und gehe dann mal wieder einen Schritt zurück und sehe an der Stelle dann auch, ja, eine Rolle habe ich hier aus diesem Umfeld dann auch der verfügbaren Rollen übernommen. Ich muss des Weiteren ja, noch ein paar technische Details halt auch mitgeben. Sie sehen hier das, was diese Fiori Content Activation alles in diesem Umfeld für Sie macht. Das war nämlich teils auch ja, mit manuellem Aufwand, manuellen Aktivitäten halt verbunden in der Vergangenheit. Man musste die damit zusammenhängenden Kataloge halt konfigurieren oder Gruppen entsprechend auch einrichten. Man musste die OData Services, die dann daran hingen, aktivieren, dafür sorgen, dass die entsprechenden ja, HTTP Services, also die entsprechenden Services, die für das Aufrufen der Seite dann zuständig sind, auch aktiviert werden. Alles das wird Ihnen ja hier über die Fiori Content Activation Aufgabenliste abgenommen. Ich kann an der Stelle eben noch sagen, ja, ich möchte, wenn ich jetzt eben so eine neue Rolle eben auch übernehme, dann erzeuge ich die einmal mit dem Präfix D für Demo. Gehe mal einen Schritt zurück und sage dann auch, ja, ich möchte damit verbunden auch weitere Test-User anlegen und kann dann an der Stelle
hier auch einspringen in den entsprechenden Punkt. Könnte hier dann auch sagen, okay, die User, die ich jetzt anlegen möchte, die sollen bitte auch mit einem D anfangen, sind Dialog-User. Ich setze da nochmal ein Kennwort an der Stelle. Muss nur aufpassen, dass ich uns jetzt, dass ich mich jetzt an die Regularien bei uns auf dem System halte. Und habe dann eine Möglichkeit, weitere Rollenzuordnungen vorzunehmen. Es gibt noch eine weitere Rolle, die der entsprechende Launchpad-Benutzer hier jetzt braucht, die wir im Vorfeld auch angelegt haben, damit er mal grundsätzlich Zugriff hat auf das Launchpad. Die geben wir ihm jetzt einmal hier auch mit. Und ja, sichern das Ganze, steigen dann hier entsprechend ein. Und können dann die entsprechende Aufgabenliste hier abarbeiten lassen. Die Abarbeitung der Tasklist sorgt jetzt im Hintergrund genau für die Dinge, die ich jetzt vor einigen Minuten auch erwähnt hatte, dass entsprechend die Services aktiviert werden, die Kataloge angelegt werden, ja, die Webfunktionalitäten auch mitgeliefert werden und so weiter. Wir starten parallel schon mal entsprechend unser Fiori Launchpad. Ich starte dann vielleicht parallel nochmal ein weiteres Fenster für den Aufgabenmanager. Ich hatte ja jetzt hier auch eine weitere Rolle zur Verfügung gestellt, die ich hier auch zugewiesen hatte und hatte da in dem Zusammenhang ja erwähnt, es gibt mal so grundsätzliche Berechtigungen, die man für die Launchpad-Nutzung halt braucht. Und wenn Sie diese bei Ihnen im System dann noch aktivieren müssten, gibt es dazu eben auch eine weitere Aufgabenliste, um das Ganze eben auch zu erzeugen. Und diese entsprechende Aufgabenliste heißt in diesem Falle Subfury Foundation ist vor. Okay. Ja, die Aufgabenlistenabarbeitung ist soweit abgeschlossen. Wie man sieht, wurden die entsprechenden User jetzt angelegt oder der entsprechende User wurde neu angelegt. Ich habe den vorher auch schon mal angelegt gehabt, um mal zu testen, ob das dann alles natürlich fehlerfrei so passt. Der wurde in dem Zusammenhang jetzt einmal gelöscht und neu angelegt, die Firmenadresse zugewiesen und die entsprechenden Dinge auch für die Anmeldung auch vorbereitet. Und ja, wir haben jetzt letztendlich die Möglichkeit, uns mit diesem User der Internal Sales Representative ist, hier anzumelden und einfach mal zu schauen, was denn jetzt an der Rolle, die ich ihm jetzt dazu gewiesen habe, alles so hängt. Das dauert bei uns immer so ein kleines Sekündchen, bis das Ganze hier auch im Launchpad auch angezeigt wird. Hängt jetzt auch mit der Generierung entsprechend hier zusammen und hier sieht man schon, ja, ich habe hier verschiedene Übersichten, Verkaufsübersichten, Kundenaufträge, Kundenauftragsmonitoring und so weiter. Und habe jetzt nun die Möglichkeit, mich hier durchzubewegen und auf einem relativ smarten, ja, und auch relativ simplen Weg einmal auszutesten, was hängt denn jetzt genau an der Rolle dran, was für entsprechende Kacheln werden da auch entsprechend zur Verfügung gestellt und ja, wie kann ich das Ganze dann womöglich hier für meine weitere FitGap-Analyse nutzen? Zum Fazit: Das S/4HANA 2020 und insbesondere die damit zur Verfügung gestellten Möglichkeiten, wie jetzt eben solche Tasklisten, die SAP jetzt auch ausliefert, ist relativ einfach durchzuführen, weil es hier eine Fokussierung genau an der Stelle gibt, um das Ganze eben auch durchzuführen. Ich habe entsprechende Tools, um ein Scoping durchzuführen, kann anschließend natürlich meine Rollen anpassen und auch das Launchpad eben mit den neuen Tools, die in S/4HANA 2020 ausgeliefert werden, auch auf meinen Bedarf adaptieren. Und ja, abschließend ist der Aufwand, den ich da betreiben muss, um sowas auf einem entsprechenden Demosystem oder auch einer Fully Activated Appliance durchzuführen, relativ gering. Kleine Handlungsempfehlung auch zum Abschluss. Untersuchen Sie den Bedarf natürlich zu einem Upgrade mit dem Fokus technisch und funktional. Das ist immer das, was man so als allererstes natürlich macht, wenn man in die Überlegung einsteigt. Migriere ich jetzt auf ein neues Release oder führe ich neu ein? Habe ich eher einen technischen Fokus? Muss ich die technischen Dinge zuerst behandeln? Und kümmere mich danach vielleicht um die funktionellen Dinge? Oder sind es wirklich funktionsgetriebene Dinge, die ich anschauen muss?
Ich kann mir die Neuerungen entsprechend mit den vorgestellten Tools auch in einem Umfeld eines Sandbox-Systems anschauen. Nehmen Sie einfach die Möglichkeiten wahr, diese Tests durchzuführen. Stimmen Sie das zwischen IT und den Fachbereichen ab, welche Dinge womöglich ja, hier relevant sind für Sie. Nutzen Sie womöglich neben einer Sandbox auch die Möglichkeit einer Fully Activated Appliance, auf der schon alle oder viele der Dinge auch vorgefertigt zur Verfügung stehen. Und ja, machen sich über die Dinge dann eben auch in einer Fit-Gap-Analyse dann auch vertraut und entscheiden Sie letztendlich Ihre weitere Vorgehensweise. Zum Abschluss mal kurz. Aus unserer Sicht gibt es natürlich auch ein entsprechendes Leistungsangebot, was wir an der Stelle auch mal verknüpfen können. Die BTech hat in gemeinsamer Zusammenarbeit mit der Cologia, einem langjährigen Partner von uns, ja, ein entsprechendes Workshop-Portfolio, ein entsprechendes Leistungsangebot ausgearbeitet, wie Sie sich ja, unter dem Stichwort SAP Perform S/4HANA individuell gestalten, natürlich auch in die Richtung Ihres S/4HANAs dann bewegen können. Und insbesondere an der Stelle geben wir auch die Möglichkeit, ja, eine S/4HANA Fully Activated Appliance hier relativ kostengünstig bereitzustellen, das als Demosystem zu nutzen. Und kommen Sie gerne bei Interesse auf uns zu. In dem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat mich gefreut, dass ich Ihnen heute die ein oder anderen, ja, vielleicht Insights auch in der Vorgehensweise für die eigene FitGap-Analyse auch aufzeigen konnte. Und ja, hoffentlich sehen wir uns demnächst vielleicht in den ein oder anderen Terminen, Kundenprojekten oder Ähnlichem. Herzlichen Dank. Gut, meine Damen, meine Herren. So, das war ein sehr spannender Vortrag mit wirklich schönen Einblicken auch mal in die Praxis und auch zum Schluss nochmal dieses Leistungsangebot im Bereich dieser Demo-Version, aber auch den anderen Arbeits- oder Angebotspaketen, die wir rund um das Thema S/4HANA haben. Da kommen wir auch nochmal zu gegebener Zeit sicherlich auch nochmal auf Sie zu. Und ansonsten wünschen wir Ihnen, wie gesagt, noch einen erfolgreichen Resttag, erfolgreiche Zeit und vor allen Dingen bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns weiter gewogen. Gut, dann würde ich sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal.